hörst Iron Talks, den Podcast von Metal Message Global. Ja, seid gegrüßt, Heavy Metal Freaks. Heute ist Simon Bielmeier von Running Death bei mir zu Gast. Der virtuose X-Man, der den Einspieler geschrubbt hat. Hallo Simon, ich grüße dich. Hallo Markus, schön, dass ich da sein darf, dass wir heute plaudern. Jawohl, dann wollen wir auch gleich flugs mal einsteigen. Running Death ist die Trashband, für die du Gitarre spielst und sonst auch allerlei machst. Zurzeit ist es ein bisschen ruhiger um Running Death, das liegt an diversen Umständen. Ich denke, am besten ist es, du stellst dich mal den Hörern ein bisschen vor. Ja, ich bin der Simon, ich spiele Gitarre und singe bei Running Death. Meine Aufgabe da ist, oder was ist meine Aufgabe? Es ist nicht keine Aufgabe, die mir zugeschrieben ist. Ich schreibe auch die Songs da mit dem Jakob, dem Schlagzeuger. Also mir sind so die zwei, die auch immer dabei sind und das machen. Also ich bin auch einer von denen, wo die Songs schreibt. Ja. Mhm. Gegründet wurde die Band, ich denke mal Mitte Nuller, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 2004 war das. Richtig. Genau. Ich muss dazu sagen, wir waren damals 14 Jahre alt. Ich habe ja gerade ein halbes Jahr Gitarre gespielt. Es war nicht die Absicht, zu einer Bandgründung und irgendwas zu reisen. Den Jakob kenne ich seitdem ich geboren bin. Eigentlich so. Sein Vater und mein Vater, die haben schon, wo die jugendlich waren, zusammen Musik gemacht und sind befreundet. Und deswegen haben wir uns kennengelernt. Ich wusste, dass der Schlagzeug spielt. Und ich hatte dann halt, ja, ein paar Akkorde auf der Gitarre drauf und dann haben wir gesagt, probieren wir das mal aus mit noch einem anderen. Das war der Nachbar vom Jakob damals, der Max, da haben wir zu dritt einfach losgerumpelt. Ja, ohne einen Sinn dahinter zu suchen oder wir haben das auch nicht genannt, dass wir jetzt eine Band gründen. Das war halt dann nach 3 Wochen oder sowas klar, dass wir weitermachen, weil es funzt. Sehr löbliche Intention, möchte ich sagen. Mit 14, ja, da hat man noch Träume, die sollte man eigentlich immer haben. Erinnerst du dich denn noch, was so in den Monaten, bevor es zu dieser Bandgründung kam, dir an Bands und Vorbildern im Kopf rumging? Gibt es denn am Ende einen stilistischen Taufpaten, der für Running Death verantwortlich zeichnet? Für mich schon, ja. Also ich war damals an der Gitarre schon immer besser wie der andere Gitarrist oder zumindest war für mich die Intention, ich muss irgendwas spielen, was es so noch nicht gegeben hat. Der andere hat ein bisschen mehr nachgespielt, der Max, und deswegen waren die ersten Riffs bei mir. Ich hatte kurz vorher meinen ersten Kontakt mit der Band Rage, das Black in Mind Album, das weiß ich noch, das war mein allererstes. Und das hat mir halt sehr gut gefallen und da weiß ich noch, dass es auch das Lied Sent by the Devil ist, das dritte Lied. Und es ist vom Schlagzeug her sauschnell, so uff da. Und ja, ich habe mir gedacht, wow. Also da war ich einfach baff. Und ich habe Merck gefragt, kannst du das auch spielen? Und er hat uff da. Und ich war platt, ja. Hey, sowas können wir machen. Und ja, das war eigentlich dann klar, dass es in die Richtung geht. Ich habe zu der Zeit ja, wie gesagt, Rage gehört. Dann, ja, Sodom, weil sie auch noch die so teutonischen Thrash gern, aber auch den Power Metal und wir haben zu der Zeit auch immer einen Sänger gesucht. Da hatten wir auch mal 2, 3 da zum Vorsingen, aber das war nichts. Und dann habe ich das gemacht und ich habe es überhaupt nicht gekonnt, aber ich habe es halt irgendwie mit dem Gitarrespielen hinbracht und dann war es so, dann war es also wirklich absoluter Rumpel-Thrash, so kann man das nennen, was wir da am Anfang gemacht haben. Ja. Naja. Aber wir hatten einen Riesenspaß dabei. Das ist in erster Linie wichtig und jeder fängt da mal unerfahren an, nicht unbedingt klein, sondern unerfahren. Und bei Rage hast du mich natürlich auf dem Fan-Fuß par excellence erwischt. Ich bin damals eingestiegen mit der Perfect Man und das ist heute noch eine meiner absoluten Fave-CDs von der Band und PV. Und ich weiß noch, wie wir zwei einmal gefeiert haben. Es floss viel Gerstensaft die durstigen Kehlen hinunter. Und dann wurde spät nachts im Duo mächtig einer rausgegrölt. Haben wir da nicht die Scheibe von Rage, Secrets in a Wild World, rausgezockt? Die haben wir durchs Wohnzimmer geschrien. Ich muss sagen, das war ein Haus. Haben auch andere Leute gewohnt und das war sehr, sehr hoher Gesang. Ich habe mich am nächsten Tag entschuldigt. Die haben gesagt, ja, es war schon wirklich arg laut und arg schief, aber
bist ja sonst ein ganz braver, also hat schon gepasst, darf schon mal laut sein, aber das hat das ganze Haus mitbekommen. Ja, so läuft eben eine Missionierung. So läuft eine Missionierung von einer guten Band an die Nachbarn sozusagen. Ja, Rage ist, was ich von dir weiß, auch über die Jahre einer deiner absoluten Top-Fave-Bands geblieben. Und schön, dass die Band heute noch gibt. Wenn du denkst, ich bin da eingestiegen mit der Perfect Man, die kam, denke ich, was ich in Erinnerung habe, 87, 88, so um den Dreh rum. Und ja, das Schöne ist, die Band gibt es heute noch und die machen heute noch gute Musik. So, du hast mir, bevor wir unser heutiges Gespräch arrangierten, hast du mir die Info gegeben, dass du ganz gerne mal für die Leute, die da zuhören, euer erstes Demo vorstellen möchtest, denn das ist im Netz nirgends zu finden. Darüber bist du aber auch nicht ganz unglücklich, denke ich, wie du mir sagtest. Ich würde nie das komplette, das sind vier Songs drum, ich würde nicht das komplette Demo irgendwo veröffentlichen, weil es wirklich, naja, wenn jemand drauf stößt und dann ist das Bild, was er von Running Death hat, ist es komplett falsch. Aber hier ist, glaube ich, der richtige Rahmen, um mal einen kleinen Einspieler davon zum Besten zu geben, wie das damals so geklungen hat. Yeah, da würde ich sagen, lass mal reinwachsen, das Ding. Also das ist ja Sodom-artiger, herrlicher Teutonic-Rumpel-Trash. Also ich bestelle jetzt schon einen Digital-Download von diesen vier Songs, denn das ist natürlich auch im historischen Kontext ganz, ganz wichtig für mich als Running Dad Jünger. Da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt, nachdem das Demo im Sack war, was kann ich schaden dann? Ja, nicht viel. Nee, wir waren damals einfach, wir hatten keinen Plan, was wir damit jetzt machen sollten. Wir haben 50 Stücke auf CD gebrannt und an unsere Kumpels verschenkt und das war's. Ja. Aber wir haben auch schnell erkannt, dass das nichts ist, wo wir hausieren gehen damit. Ja, da war klar, da muss was anderes kommen. Da hatten wir auch zwischenzeitlich mal, also aufgehört will ich nicht sagen, aber war einfach ein halbes Jahr ein bisschen Flaute. Wir haben gewusst, das ist jetzt nicht das, wo wir jetzt irgendwas damit reißen können, weil uns das eigentlich selber schon kurz danach nicht mehr gefallen hat. Deswegen, wir hatten damals eine MySpace-Seite, da war es kurz droben, aber haben es auch gleich gelöscht. Und, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt und der Schritt war ja getan. Jetzt kam ja dann irgendwann die EP Call to Extinction. Wie viele Jahre waren da dazwischen? Die Raging Nightmare EP war die zweite. Da war richtig. Richtig. Viele Jahre später war das und es hat relativ lang gedauert. Wir waren dann kurz inaktiv. Wir hatten da keinen Proberaum, auch eine Zeit lang. Und dann, wir haben lang geprobt und haben auch viele Songs geschrieben. Ich glaube, das weiß ich noch, wir hatten für die Raging Nightmare EP, da waren eigentlich 10 Songs da. Wir haben dann 5 aufgenommen. Davor waren es der Max, der Jakob und ich. Also wir waren ein Trio und dann hatten wir das erste Mal den Julian mit dabei am Bass damals. Der Julian, der ist dann auch später länger dabei gewesen. Ich glaube, zu dem kommen wir später auch noch. Und das war dann wirklich so ein Line-Up und wir waren alle auf einem Level, wo man sagen kann, ja, da kann man Musik machen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es war gut und wir waren auch live damals sehr gut. Wir waren halt relativ jung und habe auch gesehen, wir hatten immer einen Mordspaß dabei und wir sind da schon, also glaube ich, haben immer überzeugt und uns hat es Riesenspaß gemacht. Wir waren damals so eine richtige Gang. Ich erzähle kurz, ich bin aus Kaufbeuren, das ist eine kleine Stadt im Süden von Deutschland, die ist nicht groß. Also da ist auch nicht mehr die Metal-Szene da, aber wir vier hatten uns halt gefunden. Und wir sind wirklich mehr oder weniger Tag und Nacht miteinander abgehangen. Ja, nur so geht's! Ja, haben Bier getrunken und Musik gemacht. Und da sind wir echt
waren wir so eine geile Einheit. Also das war auch immer ein Mordsfest, wenn ein Song fertig war. Und es hat lang gedauert, weil die Proben haben eigentlich so ausgesehen, man war eine halbe Stunde produktiv und dann waren wir besoffen. Ja, aber was denn sonst? Deswegen hat es halt auch ein bisschen gedauert, aber es war eine wunderschöne Zeit und ich höre diese EP selber auch noch echt gerne an, auch wenn ich mir mal denke, uiui, aber es erinnert mich einfach an die Zeiten, die waren sehr schön und das sind nach wie vor heute auch noch meine besten Kumpels und mit denen zusammen haben wir in jungen Jahren das geschaffen. Das ist wirklich schön, darauf zurückzublicken. Ja, schau, die Band gibt es heute noch und du bist heute noch musikalisch aktiv. Also war es damals ein nur logischer Schritt. Ja, definitiv. Dann, die Raging Nightmare, wie viel Stück habt ihr da in Eigenregie ausgeworfen? Das kann ich nicht sagen. Mhm. Wie viele das waren. Wir haben damals, wo die rauskam, vor jedem Konzert, wir haben damals nicht, ja, ich schätze, lass es 10 Konzerte im Jahr gewesen sein, haben wir immer, ich weiß noch genau, das war ein blauer Eimer, so ein Mülleimer war das, mhm, und da hatten wir die CDs drin, ich schätze, da haben so 100 Stück reingepasst. Mhm. Und da haben wir vor jedem Konzert 100 Stück gebrannt und Cover ausgeschnitten und so. Das waren so Slim Cases und die haben wir verschenkt. Ja. Und es war eigentlich ein guter Zug, also ich muss sagen, wo wir gespielt haben, da hat man uns danach gekannt und die Leute fragen heute noch nach den Liedern, die da droben waren. Also ich glaube, dass es auch eine ganz gute Zeit war, um sowas zu machen. Heute würde das nicht mehr funzen, weil keiner hört mir CDs an. Aber ja, würde ich nicht so pauschalisieren. Das Ding geht eher zurück, aber ich weiß, wie du es meinst. Heute würden die Leute eher sagen, hast du mal einen Code für einen Download? So war es gemeint. Genau. Ja. Und damals hatte eine CD halt einen Wert. Also wenn man jemandem eine CD in die Hand gedrückt hat, sagt, hör dir das mal an, dann hat er das auch angehört. Ja. Absolut. Ich habe das mal später versucht. Ich hatte mal 50 Promo-CDs gebrannt, da ist keine einzige Rückmeldung von irgendwem gekommen. Ich glaube, dass die halt einfach irgendwie im Auto lagen, bis man das mal wieder ausgeräumt hat. Bei vielen, ja. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und das war einfach 10 Jahre vorher nicht der Fall. Es gab dann natürlich dann im Zuge der Entwicklung der Internetmagazine und sonstiger Aktivitäten in dem Bereich gab es irgendwann eine Flut, die jedes noch so kleine Zine zu erwarten hatte. Und da war natürlich ein gewisser Sättigungsgrad da. Das ist völlig klar, dass dann nicht jede noch so kleine Veröffentlichung sofort auch beantwortet wird. Die Leute hatten auch oft auch gar nicht die Zeit am Abend, wenn da pro Woche 10 oder 20 CDs kamen, jeden einzelnen anzuschreiben. Also da hat sich das schon so entwickelt in die heutige Richtung. Es war einfach bequemer, eine E-Mail zu bekommen, wo ein Download-Link drin ist. Da konnte man dann je nach eigenem Ermessen eben darauf antworten und sich das runterladen. Und so war das völlig klar, dass da eher keine Rückmeldungen kamen bei ganz, ganz kleinen Bands. Was dich aber nicht davon abgehalten hat, weiterzumachen und es irgendwann sogar bis zur Call of Extinction EP zu schaffen, die als silberne Factory Pressed CD rausgekickt wurde. Call of Extinction EP war einfach nochmal ein Schritt obendrauf. Da waren die Songs ausgereifter. Wir haben auch ein bisschen mehr experimentiert. Da ist es teilweise, geht es ein bisschen progressiver zu. Wir haben in den Thrash-Sound auch ein bisschen andere Elemente. Also es war da ist schon ziemlich viel Hardrock auch drin, aber trotzdem lässt sich das gut anhören und vermischt sich in einer homogenen Musik, würde ich mal sagen. Ich bin da nach wie vor sehr stolz drauf.
Und die EP ist auch wirklich in einer, ich finde die, in einer geilen Qualität aufgenommen. Wir waren dann damals in einem Studio in Nürnberg und der hat eigentlich ganz andere Musik aufgenommen. Aber er hat erkannt, was braucht eine Thrash-Metal-Band, ja? Obwohl es kein Metaler war. So vom, also das war jetzt keiner, der Sodom gekannt hat oder sowas. Oder vielleicht vom Namen, aber wirklich gehört hat er es nicht. Aber er hat erkannt, wow, das ist wild. Wir brauchen einen ganzen dreckigen Bass. Ja? Ich weiß auch noch beim Einsingen, wie der mich motiviert hat, rumzubrüllen. So, das war, der hat es erkannt und ich bin echt stolz auf die EP. Es ist im Nachhinein nicht so viel draus geworden. Wir haben dann, ja, das hat ein paar so Online-Magazine geschickt. Bis zu dem Zeitpunkt, da weiß ich noch genau, da hat mir der Jimmy von Toxic Walls damals eben auf dich gebracht. Und dann haben wir uns getroffen. Yeah, das war Killer, Alter! Angeschoben worden. Ja. Ich werde es nie vergessen. Das erste Treffen haben wir gleich ein paar Bier gezischt, hast die EP dabei gehabt und ein, zwei T-Shirts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war vom ersten Moment an, hat die Chemie einfach gestimmt bei uns zwei. Und wir waren uns sofort klar, okay, da werde ich jetzt anschieben für euch. Und es war die ideale Konstellation. Du hast dich gefreut, dass jemand was macht. Und ich habe mich gefreut, dass ich für eine gute Band was arbeiten kann. Und ich weiß noch, ich habe dann am nächsten Tag gleich was dazu geschrieben zu der EP. Und ja, möchte mich deiner Aussage nur anschließen, die du da getroffen hast. Für mich ist es ein Sahneteil. Und der Hardrock-Einfluss ist vor allem in den Soli zu hören und in der hohen Dichten. Art der Melodieführungen. Also da sind einige hochmusikalische Glanzpunkte dabei, die es so zu der Zeit auch gar nicht so oft gab. Deswegen, also da kann ich dir ein Lob geben für diese EP. Selbst heute höre ich die noch unsagbar gern. Da sind ein, zwei wirkliche Hits drauf. Und ich weiß noch, das ging auch sofort steil dann, als ich die verbreitet habe, hatten wir nur gute Reaktionen bis überschäumend frenetisches Feedback. Und wir haben dann zusammengearbeitet, wie zwei Weltmeister. Jetzt kann ich, glaube ich, die nächste Stufe einläuten, wo es dann ans Debütalbum ging und wir uns zunächst mal auf ein neues Logo geeinigt haben. Was kannst du dazu erst in Erinnerung für Eckpfeiler herausnennen? Eckpfeiler, das ist gut. Ich weiß eben noch, die EP, die war ja schon jahrelang draußen, bevor du die promotet hast und du hast die gesehen, ja, das sieht ganz gut aus, hat auch was, das muss ja nicht alles perfekt sein, es hat da so, es hat einen Charme, aber fürs Nächste, da arbeiten wir zusammen, dass es ein bisschen professioneller wird. Und so war es. Ja, wir haben halt damals gern Musik gemacht, aber wir kannten uns nicht aus damit. Ja. Ich weiß noch, wir hatten das Cover, das hat uns mein Bruder gemalt. Ich finde es nach wie vor ein tolles Cover, ja, war auch für mich schön, dass es mein Bruder gemalt hat. Und wir hatten da auch ein Logo, das hat nicht wirklich gepasst. Und wir haben das da mit dem auf das Cover drauf, das hat auch nicht wirklich reingepasst. Haben wir gesagt, ja, lass uns alles weg, wenn es das Bild besser dasteht. Was ja blöd war im Nachhinein. Oh mein Gott, da waren wir halt unerfahren. Und du hast halt eben gesagt, ja, hast uns einfach nochmal neu aufgestellt in anderer Hinsicht. Und das war eben der erste Schritt, das Logo. Das war auch ein langer Prozess. Das weiß ich noch. Der Lukas, mein Bruder, hat es gemacht und dann waren bestimmt auch fünf Entwürfe dabei. Wenn es langt. Ja. Also ich kann mich erinnern, die Zusammenarbeit mit dem Logo war ebenso spritzig, ebenso motiviert, aber auch eine schier endlos andauernde Serie an Pedanterien, für die ich aber mit zuletzt auch verantwortlich war, weil wir waren echt fast bis zum Schluss nicht zufrieden. Dann ging es noch um kleine Winkligkeiten, um kleine Millimeter Kosmetik. Aber letztlich, es hat sich gelohnt. Das Logo ist für mich nach wie vor wunderbar anzuschauen und ich bin da fett stolz drauf mit euch. Es sticht sofort hervor. Zum Beispiel auch so Details. Wir haben uns damals, das hast du ganz gut erkannt, hast du gesagt, überlegt euch, ob ihr euch irgendeine Farbe zuschreibt. Ja, richtig. Overkill-Grün zum Beispiel, das weiß man einfach, wenn man was Neongrünes sieht, das muss eigentlich Overkill sein. Gut, es gibt andere, wo auch grün sind, aber in dem Bereich. Iron Maiden, ich weiß noch, wo ich gesagt habe, Iron Maiden sind zum Beispiel rot, Overkill sind grün und so weiter. Und da haben wir uns eben bei euch für dieses herrlich dezente, was ist das, so ein Ockergelb, oder? Wie würdest du es nennen? Ockergelb, ja. Orange. Ja. Eigentlich habe ich später festgestellt, es ist die Farbe, wo Megadeth auch viel in ihren Schriftzügen haben. Aber umso besser, umso besser. Gedacht, aber es passt musikalisch ganz gut. Jetzt grätsche ich rein, hochdynamisch.
Megadeth ist ein sehr guter Einwurf, denn von denen habt ihr ja nicht wenig in Stil und Sound auf dem Debütalbum dann geboten. Aber sprechen Sie wieder, ja. Herr Bielmeier. Also da muss ich echt sagen, schon bei der EP hatten wir uns gesagt, oder die Redakteure haben gesagt, Running Death klingen wie Megadeth. Es ist irgendwie auch naheliegend. Ja? Es gibt die Band Megadeth, es gibt die Band Running Death, es gibt von Megadeth das Album The Countdown to Extinction und es gibt von uns die EP The Call of Extinction. Und dann gibt es auch noch dieses gelbe Logo. Aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich kein Megadeth gehört. Ich habe diese Band nicht gemocht. Und es war zu keinem Zeitpunkt für uns eine Inspiration. Ein Anliegen, so wie die zu klingen. Das war eigentlich wir machen Thrash mit ein bisschen Hardrock mit drin. Der Jakob war der Einzige, der zu der Zeit ein bisschen Megadeth gehört hat. Ich habe es schon auch mal gehört. Also ich weiß, im Gitarrenunterricht hatte ich es auch. Ja, es sind coole Gitarrenriffs. Aber mir hat der Gesang nicht gefallen. Dieses war mir damals zu quäkig. Ich habe das später dann zu schätzen gewusst. Aber zu der Zeit nicht. Und man hat uns damals gesagt, ihr seid so. Das war aber nicht die Absicht, so zu sein wie die. Also kurz zu dieser Farbe auch von dem Logo. Ja, und dann kam das Debütalbum, Overdrive. Und da, das war eine Irrsinnsarbeit und ein Riesenschritt. Ja, und viel, viel Planung, viel, viel in sich gehen, viel sich Gedanken machen um das Konzept, um die grundsätzliche Ausrichtung. Und ich denke, wir waren uns von Anfang an komplett einig, dass wir ein professionelles Artwork brauchen. Und dann ging es eigentlich an den Jula Havancik, oder wie spricht man es aus? Weißt du es besser? Er ist Ungar. Also Ungar. Ja, genau. Havancik schreibt man es oder so. Aber der macht Covers für, Accepte oder Creator macht der T-Shirts Design. Also ja, ist vielfältig unterwegs. Und da sind wir halt auch über dich an solche Leute halt dann hinkommen. Da hätten wir sonst keine Chance gehabt. Ja, die Zusammenarbeit mit dem, ich denke, ich weiß das immer auswendig, für Dress Age, den Nachfolger, habe ich komplett übernommen und mit dem Havancik habt ihr das damals noch gemacht, oder wie war das? Genau. Hey, es war klar, dass der uns als kleine Band beim Debütalbum ein bisschen hinten anstellt. Wir hatten da nicht so, also wir haben immer ziemlich lang auf Antwort gewartet, deswegen ist auch das Cover eigentlich, nicht so ausgefallen, wie wir es eigentlich haben wollten, aber es musste halt einfach irgendwann fertig werden, ja. Und wir hatten dann gesagt, wir möchten so und so, dann hat er uns einen Entwurf geschickt, er hat komplett anders ausgesehen und gesagt, gut, dann nehmen wir das vorige und gut. Aber trotzdem war das, er hat es wirklich gut umgesetzt, das muss man echt sagen, also von der Idee bis zu dem, was jetzt drauf ist, wir haben den bis ungefähr geschildert in einer halben DIN A4-Seite und dann kam das jetzt raus, was jetzt droben ist und das hat er super gemacht, muss ich echt sagen, und war auch dann viel erwähnt, dass wir das bei dem haben machen lassen, weil es halt schon ein namhafter ist, das war für das Debütalbum, was wirklich wichtig ist, so einen prominenten im Boot zu haben. Ja, deswegen alles richtig gemacht. Wunderbar. Das war letztlich auch ein Hintergedanke bei der Wahl oder bei der Auswahl von ihm, dass man jemanden nimmt, der schon eine Reputation hat, der schon in der Szene gut verbreitet ist und kann da automatisch auch mehr Aufmerksamkeit generieren. Nachdem das Album dann soweit mit dem Artwork fertig war, ging es ja an die Labelsuche, wie ich mich erinnern kann. Und da wird es für die Hörer sicherlich auch interessant sein, wie wir dann letztlich beim Corrado von Punishment 18 gelandet sind in Italien. Damals, also wir hätten gar nicht damit gerechnet eigentlich, dass sich da jetzt eine Plattenfirma dafür interessiert. Es war schon klar, es gibt große Bands und die fangen alle mal an, aber dass wir da irgendwie mithalten können, war uns nicht ganz so bewusst. Und durch die Zusammenarbeit mit dir hast du uns dann eben ein paar Verträge zugeschickt, die du klar gemacht hast. Da waren wirklich Beschissene dabei. ich weiß noch, der erste, der kam. Also ich war high. Ja? Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ne? Da ist eine Plattenfirma, die uns will. Und ich hätte hätte damals Julian und Jakob mich nicht ein bisschen ausgebremst. Ich hätte den sofort unterschrieben und zurückgeschickt. Oh, ey. Und damals mit meinem Vater drüber gesprochen, der hat gesagt, er hat einen Kollegen, der war mal in die 90er Jahre aktiv, hat er mal gesagt,
die hatten da auch irgendwie mal einen Anwalt, mit dem er sich beraten hat, ob ich mich nicht mal mit dem treffen will. Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, ja, dass da jeder so nicht so begeistert war. Und der hat mir einmal erzählt, was steht in so einem Plattenvertrag eigentlich drin? Ja, weil es ist als, ja, also ich habe es auf jeden Fall nicht gewusst und ich habe das dann übersetzt bekommen und war eigentlich entsetzt und bin heilfroh. Ich glaube, sonst hätten wir es 2 Jahre später aufgelöst und unter anderen Bandnamen weitergemacht, so wie es halt viele Bands machen, ja. Weil die einfach, glaube ich, gerade so enthusiastische, ungebremste Leute wie mich damals cashen und zu einer Unterschrift drücken. Das ist ja Gott sei Dank nicht passiert. Und da haben wir mehrere Verträge zugesandt bekommen. Und eben der Corrado ist der von Punishment 18 aus Italien. Das war echt ein super Vertrag. Und das Label war uns auch sympathisch. Ja, es ist alles gut gelaufen. Und dann haben wir es bei dem rausgebracht. Und das war wirklich gut. Dieses Label hat schon Anhänger. Also wir haben schon gemerkt, wo wir es rausgebracht haben, dass das wahnsinnig viele Leute gehört haben, an die wir sonst nicht gekommen wären. Das hat uns wirklich was gebracht. Und ich glaube, der Stand, also Running Death ist keine große Band, aber Running Death hat ganz schön, muss ich sagen, hat richtige, also richtig Fans vom Herzen auf die Zuschriften, die wir kriegen, die sind wirklich bewegend, ja, und das sind die Leute, zu denen sind wir durch Punishment 18 gekommen. Und das ist sehr schön. Ich bin sehr froh darüber, dass wir das so gemacht haben. Ja, ich habe euch auch damals geraten, ich erinnere mich, lieber beim kleinen, feinen, als beim etwas größeren, wo man dann am Ende halbherzig als Fisch im großen Becken sozusagen behandelt wird. Und der Corrado war von Anfang an, war der so, dass man gesagt hat, ach, der lebt das, was er tut. Haben wir schon auf den Fotos schon gesehen. Und dann haben wir das ihm eben, ja, haben ihm das okay gegeben. Dann kam der Vertrag zustande. Und was die Hörer gerne hören werden, wie hast du dich gefühlt, als du die erste fabrikgepresste CD von der Overdrive in der Hand gehalten hast? Generell, das waren für mich die größten Momente, auch schon bei der EP vorher, die auch gepresst worden ist. Der Moment, wenn der Karton mit den fertigen CDs ankommt. Gerade bei der Overdrive war es halt schon nochmal, ja, es kam über ein Label raus, das Artwork war mega geil. Das ist unbeschreiblich. Das ist so das Höchste eigentlich von der Freude, die ich am Musikmachen verspürt habe, ist, glaube ich, schon die, wo der Karton mit den Overdrive-CDs ankam. Wahnsinn, ja. Daran denkt man immer wieder gerne zurück. Mir fällt gerade ein, es müsste gerade zu der Zeit gewesen sein oder kurz danach, wo wir auf den Dreh kamen, Running Dead, der Name schreit eigentlich nach einem Maskottchen oder nach einem, wie nennt man denn das? Ja, Maskottchen trifft es, glaube ich, in dem Punkt am besten. Und da habe ich den Kontakt hergestellt zum Joel aus Mexiko, ein Grafiker mit hohem Talent und einer herzlichen Art. Und der Name war dann eigentlich relativ schnell. Ich weiß noch, wie mir das eingefallen ist, Running Dead. Der kleine Running Dead ist dann eigentlich der Daddy mit D, mit D-E-A-D-Y. Und der hat dann in Rekordzeit umsonst uns dieses Maskottchen gezeichnet, wo es uns alle sofort umgeblasen hat. Ja, das war der Joel. Wirklich ein sauguter Typ. Das war auch so ein netter Kontakt mit ihm. Ich habe es nur teilweise mitbekommen, weil hast ja du viel mit ihm auch den Kontakt übernommen gehabt. Für uns, weil einfach dein Englisch war sauber, meins nicht. Ja. Nicht so gut. Ja, und nee, du weißt auch einfach die Fachbegriffe und du hast mit sowas viel mehr Ahnung. Das war super, hast es übernommen mit ihm. Und er hat ja auch damals für dich dann ein Cover gemalt, gell? Genau, für Metal Message Nummer 6, für den Sampler. Genau, ja, für Eisenhower, eine andere Band, wo ich spiele, hat er auch ein Cover gemalt. Ich habe noch eine andere Band, Auskaufbeuren, auch weiterempfohlen, da hat er auch ein Cover gemalt. Hat mich irre gefreut, dass der ja
der gute Joel so familiär eingebunden war sofort in der Allgäuer Metal-Szene. Das war schön für mich. Da kamen T-Shirts raus. Der wird auch nach wie vor auf unseren T-Shirts immer noch droben sein, wenn es die nächste Auflage gibt. Er war dann auch auf dem Dress Age Cover, was der Joel komplett gemalt hat, war er auch auf der Rückseite droben. Ich denke, dieser Daddy wird uns so bei jeder Veröffentlichung begleiten. Yes, und mir ist dann noch der Slogan eingefallen: Save your breath for running death. Und ja. Get ready for Daddy. Get ready for Daddy. Perfekt, jetzt kommen wir nämlich zum Dress Age Album, dem Nachfolger zur Overdrive. Da sind wir ja noch beim Bier damals gehockt, das weiß ich noch. Und da ist mir der Titel eingefallen, Dress Age. Dieses Wortspiel aus Dress und Age kann man übersetzen mit Zeitalter der Dressur oder auch eben Dress Age, Zeitalter der überzeichneten modischen Verrücktheiten. Und das hat dir auch zum Glück für mich gleich sehr gut gefallen. Und aber auch im selben Atemzug haben wir eigentlich dann das Cover zusammen ausbaldowert. Ich hatte mit diesem Mischwesen, mit dieser Chimäre aus Zirkusdompteur und dem Bildschirm auf dem Hals, der dann die ganze Welt verrückt macht. Und ich weiß noch, wir haben dann ab dem zweiten oder dritten Bier standen wir glühend für dieses Cover. Und dann ging es einfach nur gut dahin. Was sind deine Erinnerungen daran? Ich war schlagartig vom Titel überzeugt und auch schlagartig von deiner Idee überzeugt. Und das weiß ich noch, da sind wir hinter einem Supermarkt gehockt und hatten da ja schon einige leere Flaschen auf dem Boden stehen. Es hat geregnet und wir haben darüber gesprochen und es war wirklich ein Fest. Ja. Mhm. Ich habe eigentlich gar nicht so viel gesprochen. Das ist dir alles in diesem Moment zugeflogen, will ich jetzt nicht sagen. Du hast es, aber du warst so kreativ und in so einem Flow und ich war eigentlich nur staunend dran gestanden und habe eigentlich nur zugestimmt. Also das ist nichts aus jetzt meiner Feder gekommen, weil du vorhin uns gesagt hast, das war dein Schaffen und uns hat es schlagartig gefallen und dann haben wir eben auch gleich gesagt, hey, machen wir es mit dem Joel und du machst die komplette Kommunikation mit ihm. Das war mir wirklich damals sehr recht und das war vom ersten Pinselstrich bis zum letzten ist eine Arbeit von dir und vom Joel und ich bin so stolz auf das Ergebnis. Mhm. Habe sogar noch Poster da rumliegen und die schaue ich mir oft gern an, auch in der Größe. Toll. Ja. War mir die reinste Freude. Ich weiß noch, wie ich den angeschrieben habe das erste Mal, das Konzept dargelegt habe, war natürlich ein immenser Dokumentationsprozess, die grundsätzliche Intention darzulegen, worum soll es gehen. Und dann die ganzen Details, das war ja oft so eine eigendynamische Arbeit, die irgendwann zum Selbstläufer wurde, weil mit jedem weiteren Detail kam da noch eins irgendwie aus dem Kontext heraus, der ganzen Thematik dazu. Und was da gefeilt wurde, also es war sensationell, kreativ, muss ich sagen. Und es hat sich, glaube ich, hingezogen, fast über 3, 4, 5, wenn nicht gar 6 Monate. Aber wir sind Pedanten. Und ich habe gesagt, ich werde da nicht ruhen, bis das perfekt ist. Und so kam es letztlich. Und den Joel möchte ich an der Stelle grüßen, auch wenn er es vielleicht nicht versteht von der Sprache her. Aber ich werde ihm auf jeden Fall den Link zum Podcast schicken und wird sich freuen, dass er Credits bekommt verdientermaßen. Ja, und der Daddy war dann dabei und dann stand eigentlich die Dress Age komplett im grafischen Zeichen von unserem guten Joel. Erinnerst du dich denn noch an Details, wie es dir da ging, als du dann die Dress Age schlussendlich in den Händen halten konntest, als physischen Tonträger? Da muss ich sagen, es ist kein Unterschied zu Overdrive gewesen. Mhm. Es ist immer bombastisch. Es ist immer was. Mir hat das Cover von der Dress Age besser gefallen und die ganze Aufmachung. Weil mir da auch ein bisschen mehr involviert einfach drin waren. Ich habe einfach von dir mehr Feedback bekommen und auch mal Skizzen gesehen. Also da war ich quasi heißer drauf einfach. Ja. Mhm. Es ist immer toll. Generell hat mir die Dress Age noch ein ganzes Eck besser gefallen wie die Overdrive von der Musik auch. Das ist natürlich auch was. Auf die Dress Age war ich oder bin ich von ersten bis zum letzten Ton wirklich stolz. Das ist so das, wo ich sage, so mag ich Musik haben, so mag ich Musik hören für mich. Also das ist meine Lieblingsmusik, würde ich sagen. Das ist das, was auf der Dress Age zu hören bekommt. Deswegen ist es schon die mir am meisten am Herzen liegt. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass es die neueste ist. Gut, wahrscheinlich wird es immer die neueste sein, die einem am meisten am Herzen liegt. Aber
Bei der auf jeden Fall, es ist ja jetzt auch schon 4 Jahre her, dass die rauskam. Und immer noch höre ich sie sehr gern und denk gern an den Entstehungsprozess davon. Und es ist rundum positiv, was ich mit der Platte verbinde. Geht mir auch so, wenn ich zum Beispiel an den Song denke, Courageous Minds oder an Duty of Beauty, sind einfach zeitlos lässig geriffte, knackige Trash-Songs mit der für euch typischen Hardrock-Kante und einem markanten Gesang. Der traf nicht immer auf breite Zustimmung, aber ich erinnere mich, dass ich nicht müde geworden bin, dich zu ermutigen, das Ja nicht zu ändern und lieber individuell zu singen, als dich irgendwie zu verbiegen oder irgendjemanden anzudienen oder gefallen zu wollen, indem du einen Sänger kopierst oder so. Perfekte Überleitung zum nächsten Themenkontext, nämlich Bühnen und Live-Auftritte. Wir hatten uns ja da mal drüber unterhalten und du bist einer, du stehst ja unsagbar gern auf der Bühne. Und dir ist wichtig, dass du eine gute Show spielst, wo du dich selber, sagen wir mal, so umsetzen kannst, deinen Fertigkeiten entsprechend, wo du dich möglichst wenig verspielst, wo du hinterher sagen kannst, boah, geil gespielt, ich bin mit mir zufrieden. Das ist dir viel lieber als ein schlecht gespieltes Konzert, wo das Publikum dich besoffen animiert, noch schlechter zu spielen und noch mehr Späße auf der Bühne zu machen. Aber erzähle du bitte. Es liegt gar nicht nur am Spielen. Natürlich gibt es manchmal Tage, da ist man gut, manchmal gibt es Tage, da ist man schlecht. Aber ja, es stimmt. Es gibt viele Konzerte, da wurden wir wirklich gefeiert, gerade die jetzt bei uns im süddeutschen Raum sind, wo ich eigentlich von der Bühne gegangen bin und gedacht habe, nee, wir haben es nicht gebracht. Das war jetzt nicht das, was wir können und das stellt mich gar nicht zufrieden. Ja. Es gab andere Konzerte, wo wir einfach wirklich mal sagen, würde ich mal sagen, im Line-Up fehl am Platz waren. Aber ich sage, boah, da haben wir ein Mordset hingelegt. Die Leute haben es nicht kapiert. Okay, ja, na, ist es so. Ja. Aber dann war ich wirklich sehr zufrieden nach Hause und mit einem guten Gefühl, auch wenn die Leute jetzt nicht so fanden. Das ist mir lieber als andersrum. Oft ist auch mal, dass der Sound einfach nicht gut ist, dann hört man sich nicht gescheit. Gerade beim Singen als Gitarrist auch noch, da hast du die Gitarre, die dich ein bisschen anföhnt und dann noch Schlagzeug oft, die stehen in der Mitte hinter mir direkt, ja, brüllen mir die Becken in die Ohren. Ja, kommt vor. Ist immer nicht so toll, klingt auch oft draußen nicht so gut. Mein Gott, ja, das ärgert mich und das kann das Publikum auch nicht wegmachen. Ja. Dann, das ist schade einfach. Simon, wenn du resümierst und Bilanz ziehst, was deine Bühnenperformance angeht, erinnerst du dich noch gut an deinen allerersten Gig? Mit Running Death? Ja, an den erinnere ich mich sehr gut. Ich war verdammt nervös. Yeah! Ich bin extra 3 Tage vorher noch zum Friseur gegangen. Juhu! Und dieser blöde Sack hat mir sau viel von meinen damals noch nicht ganz so langen Haaren weggeschnitten. Und ich war so enttäuscht. Oh Mann, wie alt warst du da? Wie alt warst du da? 15. 15, okay, da hättest du ihm schon eine runterhauen können dafür. Nur gut. Nee, aber da kann ich mich sehr gut erinnern. Ich war sehr nervös, wir waren alle sehr nervös. Ich bin dran gestanden wie ein Stein. Da gibt es heute noch eine Aufnahme davon, aber wir haben echt viel dahin. Ja, und das war alles gut, weil wir alle halt sehr konzentriert waren. Ja. Mhm. So, und wie lief der Gig dann? Hast dich von Song zu Song wärmer und souveräner nach vorne gespielt? Ich war von vorne bis hinten nervös. Aber die Zeit verging wie im Flug. Ja? Mhm. Also ich kann mich eigentlich gar nicht so genau erinnern. Nicht, weil es mir nicht wichtig ist. Es ist irgendwie gerade das Gegenteilige. Ja. Ich war da so wie in einem Film. Ja? Das ist irgendwie nichts, was in meinem Kopf so ist. Es war wie ein Film, wenn ich mich daran erinnere. Vielleicht wie der erste Sex. Man weiß hinterher nicht mehr genau, was war, aber man weiß nur, dass man Schweine aufgeregt war. Ja. Ja, das trifft gut. Ja. Wie viele Leute haben da vor der Bühne dir die Ehre gegeben? 50. Mhm. Ist doch eine stabile Zahl. Da kann man schon was machen. So, und wenn du jetzt eine Überblendung machst bis zur heutigen Situation,
Das sind natürlich ganz, ganz, ganz andere Umstände dann. Wie geht's dir, wenn du heute zum Beispiel auf die Bühne steigst mit Running Death und hast 100 Leute vor dir? Ich versuche immer, meinen Spaß zu haben. Wir hatten auch mal wirklich einen Punkt, ich denke, das kennt jede Band. Man fährt zum Beispiel, ja, man fährt 600, 700 Kilometer irgendwo hin. Also hockt da, jetzt in unserem Fall, manche haben ein größeres Auto, aber wir hocken in einem Passat-ähnlichen Karre zu viert mit viel Equipment drin und fahren da 8 Stunden durch die Gegend. Da kommt man zu einem Club, der hat null Werbung gemacht, hat auch keine lokale Band dabei. Da sind 20 Leute da, hast du auf Dordi gemacht, also kriegst du 1 € pro zahlenden Gast zum Beispiel, dann hast du da deine 20 € Gage, 3 Leute, die ihr CD kaufen und dann hast du 200 € Spritverfahren und 30 € Gage gekriegt und kannst dann wieder mitten in der Nacht 8 Stunden heimtuckern. Das ist Oder normal. Ja. besoffen bei Und minus 10 Grad im Sitzen im Auto pennen. oder so, ja, genau. Und wir sind dann mal zu einem Punkt gekommen und gesagt haben, hey, das, was wir da auf der Bühne machen, das muss all das andere zunichte machen. Also einfach vom Spaßfaktor. Ja. Und auch wenn nichts los ist, wir haben da schon gut an Vorhang, an imaginären, wo wir eine Einheit sind und das Genießen, das machen zu können. Und es ist eigentlich jeder Gig mit Freude verbunden. Ich freue mich auf die Zeit und ich möchte die Zeit auf der Bühne genießen. Ja. Und wenn das Publikum das blöd findet, dann ist es mir auch relativ egal, weil ich genieße die Zeit, die ich mit den Leuten, die ich, ja, zum Beispiel mit Jakob, mein allerbester Freund, ja, mit dem zusammen mache ich Musik und wir flippen da aus zusammen und es ist toll, also es macht nur Spaß. Ja. Es ist die Freude. Wenn wir 40 Minuten lang auf der Bühne sind, dann haben wir 40 Minuten lang Freude und das ist es, warum wir es tun. Ja. Und wir zelebrieren das. Darauf kommt es an. Ja. Die äußeren Umstände sind uns eigentlich relativ egal, weil da hat man keinen Einfluss drauf und es wäre, glaube ich, ziemlich entmutigend, wenn man auf Besucherzahl und Klang unten im Publikum oder oben auf der Bühne achten würde. Das wäre sehr entmutigend. Wir haben unseren Spaß und deswegen machen wir das. Sonst wird es auch gar nicht so lange gehen. Sonst hättet ihr euch, wie nicht wenige andere Bands, vielleicht ja auch schon nach 1,5 Jahren wieder aufgelöst. Ja. Ja. So, Running Dead hat also jetzt eine EP offiziell und zwei Alben draußen. Eilig haben sie es nicht mit ihren Veröffentlichungen. Dem Fan soll es recht sein, denn lieber weniger und dafür konstante Qualität als mehr Verwässerung und irgendwann Auflösung. Also Running Dead wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Und der Simon hat im Gespräch einmal mehr gezeigt, dass er voll und ganz hinter seiner Sache steht. Du bist Vollblutmusiker. Ja, danke Markus. Freut mich von dir zu hören, aber ja, das, was ich tue, das liebe ich. Das muss ich sagen, ja, das ist so. Jawohl, ja, ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen, außer dir weiterhin viel Erfolg, viel Freude an der Musik und in diesen unseligen Tagen vor allem auch viel Gesundheit. Ich wünsche dir Dankeschön. alles Gute, habe mich mächtig gefreut, mit dir zu sprechen und dir alles Gute. Ja, die Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr bis hierher durchgehalten habt und für euer Interesse an Running Death, den Thrashern aus Kaufbeuern. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, save your breath for Running Death. Markus, danke für dieses Interview. Bis bald. Get ready for Daddy. Das war Iron Talks, der Podcast von Metal Message Global.